Darf die Rentenversicherung die pünktliche Rentenzahlung deshalb verweigern, weil ich im Rentenantrag auf meine Hochrechnung verzichtet habe? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Ich habe meine Altersrente zum 1. September 2022 beantragt, weil ich Kalendermonate vor diesem Termin sehr oft krank war, habe ich Krankengeld bezogen und ich werde aber noch bis zum Rentenbeginn tatsächlich noch arbeiten und Urlaub nehmen und ich soll noch eine Lohnerhöhung bekommen. Und aus diesem Grund habe ich auf die Hochrechnung beim Rentenantrag verzichtet. In verschiedenen Foren habe ich dazu gelesen, dass in solchen Fällen die deutsche Rentenversicherung erst dann die Rente zahlt, wenn mein Arbeitgeber alle Meldungen des Lohnes der deutschen Rentenversicherung erbracht hat. Ich habe dann eine Mitarbeiterin bei meiner Rentenversicherung angerufen, bekam zur Antwort, dass die Renten in solchen Fällen erst berechnet und ausgezahlt werden, wenn alle Meldungen des Arbeitgebers tatsächlich vorliegen. Und ich müsse daher damit rechnen, dass meine Rente erst später als im September 2022 ausgezahlt wird. Daraufhin sagte ich ihr, dass ich auf die pünktliche Rentenzahlung aus finanziellen Gründen angewiesen bin. Liebes Team von Rentenbescheid24.de, ist das wirklich so, dass ich wegen dem Verzicht auf die Hochrechnung meine Rente nicht pünktlich bezahlt bekomme? Wenn Sie in einem Rentenantrag eine Altersrente beantragen, dann werden Sie auch irgendwo in der Mitte des Rentenantrages gefragt, ob Sie eine Hochrechnung zur Rente wünschen oder nicht. Und wenn Sie die Hochrechnung wünschen, passiert Folgendes, dann wird die deutsche Rentenversicherung von Ihrem Arbeitgeber eine besondere Meldung abfordern. Läuft also alles elektronisch. Und der Arbeitgeber schickt dann der deutschen Rentenversicherung eine Meldung eines bestimmten Einkommens für einen bestimmten Zeitraum vor Rentenbeginn. Und hieraus errechnet die deutsche Rentenversicherung ein fiktives Einkommen oder ein fiktives Arbeitsentgelt, was dann für einen bestimmten Zeitraum vor Rentenbeginn für die Rente als Entgeltpunkte umgewertet wird. Hintergrund der Hochrechnung ist, so hat es der Gesetzgeber gesagt, wir wollen, dass der Versicherte eine pünktliche Rentenzahlung bekommt. Der Nachteil der Hochrechnung ist, dass es oftmals so ist, dass Versicherte wegen der Hochrechnung dann etwas niedrigere Rente bekommen. Das muss man dann in Kauf nehmen. Und das Kernproblem ist, dass die deutsche Rentenversicherung auch aus unserer Erfahrung heraus oftmals in solchen Fällen dann wirklich einfach wartet, bis der Arbeitgeber irgendwann mal die Meldung erbracht hat und die Renten werden nicht ausgezahlt. Und im vorliegenden Fall, den ich Ihnen skizziert habe, hat die Mitarbeiterin der deutschen Rentenversicherung einen Fehler begangen, der sich wirklich möglicherweise zulasten des Fragestellers gehen kann. Als er nämlich sagte, dass er auf die pünktliche Rentenzahlung angewiesen ist, hätten bei der Mitarbeiterin die Alarmglocken klingeln müssen. Sie hätte aufgrund des konkreten Anlasses unserem Mandanten darauf hinweisen müssen, dass er einen Anspruch auf eine Vorschussleistung im Rahmen des Rentenantrags hat. Vorschussleistung bei Sozialleistungen sieht das Gesetz bei Geldleistungen zwingend vor. Und zwar steht das in § 44 SGB I so geschrieben. Wenn ich also als Versicherter weiß, dass ich möglicherweise Nachteile wegen der unterlassenen Hochrechnung bekomme oder haben kann, dann habe ich die Möglichkeit als Versicherter hier eine Rentenleistung als Vorschussleistung zu bekommen. Dann muss die deutsche Rentenversicherung die Rente bis zu dem Zeitpunkt berechnen, in dem alle Meldungen durch den Arbeitgeber aktuell schon vorliegen und die Rente vorläufig berechnen und auch auszahlen. Sie kann das nämlich im Rentenbescheid ohne Probleme so mitteilen und würde dann, wenn die vollständigen Meldungen durch den Arbeitgeber dann da sind, bis zum Rentenbeginn, einfach eine Nachberechnung der Rente ankündigen und dann hier auch einen neuen Rentenbescheid erlassen. Insoweit besteht aus meiner Sicht überhaupt kein Grund und auch kein Recht der Rentenversicherung, die pünktliche Rentenauszahlung zu verweigern, weil der Versicherte Anspruch auf diese Vorschussleistung hat. Und das hätte die Mitarbeiterin, weil es anlassbezogen hier ein Hinweis durch den Versicherten gab, dass er möglicherweise auf die Rentenleistung angewiesen ist, hätte sie ihm das sagen müssen. In solchen Fällen empfehlen wir, stellen Sie bitte gleich mit dem Rentenantrag schriftlich einen Antrag auf Vorschussleistung
auf die Rente, dann kann die Rentenversicherung Ihnen nicht die pünktliche Rentenzahlung verweigern. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.